Das war sicherlich das Highlight der Sommerpause. Jens Lehmann hat mit einer Kettensäge versucht, heimlich einen Balken auf dem Grundstück seines Nachbarn durchzusägen, der zu einer Garage gehörte, die ihm den Blick auf den Starnberger See versperrt hat. Nun ist Jens Lehmann bislang eigentlich nie aufgefallen durch seltsame Aktionen. Der Satz ist falsch. Nun ist Jens Lehmann bislang eigentlich nur manchmal... Nee, ist auch falsch. Nun ist Jens Lehmann bislang schon sehr oft aufgefallen durch seltsame Aktionen, aber das hier toppt natürlich alles. Das erinnert mich daran, dass Axel Kruse mal gefragt worden ist, wie es denn um Jens Lehmann bestellt ist und wie geeignet er wäre für eine tragende Rolle in einem Fußballverein. Ist aus Ihrer Sicht Jens Lehmann jemand, der Menschen für sich begeistern kann und hinter sich bringen kann? Warum lachen Sie? Was war das für eine Frage? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich liebe diesen Tonfall. Natürlich nicht. Also er hat wirklich nur für freien Blick auf den Starnberger See versucht, die Garage seines Nachbarn in Schutt und Asche zu legen. Das geht doch nicht. Also ich persönlich habe hier auch, ihr kennt meinen Garten schon aus manchen Sendungen, ich habe hier auch nebenan einen kleinen Holzzaun zu meinen Nachbarn. Manchmal stört er mich auch. Aber gehe ich da mit einer Kettensäge hin und säge den durch? Natürlich nicht.